Hallo und herzlich willkommen auf meinem Travel-Blog. Ich bin Inga und ich reise mit meinem Mann für ein halbes Jahr durch Südamerika. In meinem letzten Video schon erzählt hatte, sind wir von Buenos Aires nach Bariloche geflogen. Bariloche ist die erste Stadt in Patagonien. Bariloche liegt damit im Westen von Argentinien, aber halt relativ mittig, in der Nähe von oder an der Grenze zu Chile. Wenn ihr in den Flieger steigt in Buenos Aires, lohnt sich auf jeden Fall eine Jacke bereit zu halten, weil es in Bariloche deutlich kühler ist als in Buenos Aires. Gerade abends kann es gerade mal 10 Grad werden oder so. Bariloche ist an einem schönen See gelegen, umgeben von kleineren Bergen und insgesamt sind 7 Seen, die dort in der Nähe sind. Das ist so das klassische Ausflugsziel quasi für die Leute aus Buenos Aires. Deswegen sind die Unterkünfte da gar nicht mehr so günstig. Wir hatten uns ein Airbnb genommen, was ein bisschen außerhalb vom Stadtzentrum ist, dass wir auch so ein bisschen unsere Ruhe hatten. Und ja, eigentlich ist da alles fußläufig erreichbar oder man nimmt sich ein Taxi, was auch nicht besonders teuer ist. Bariloche hat eine schöne kleine Innenstadt mit einer Fußgängerzone. Wenn man so durch Bariloche läuft, hat man fast das Gefühl, in so einem kleinen bayerischen Dorf zu sein. Das ist ganz lustig, da fliegt man 12.000 Kilometer einmal um die halbe Welt, nur damit es eigentlich fast wieder so aussieht wie in den Alpen. Was kann man in Bariloche direkt so machen? Ganz am Ende der Fußgängerzone ist so ein größerer Marktplatz, da ist eigentlich immer was los. Und da ist auch ein Kunsthandwerksmarkt, der eigentlich immer geöffnet hat zur Tageszeit. Man kann Fondue essen gehen, was ganz lustig ist. Hat nicht besonders viel mit dem Fondue, was man aus der Schweiz kennt, zu tun. Ist aber trotzdem eine coole Erfahrung. Ansonsten gibt es noch sehr, sehr gutes Eis und gute Schokolade zu kaufen. Apropos Essen, wir können noch die Cantina Mexicana empfehlen und da ist so ein Foodpark in der Nähe, da sind alle möglichen Stände aufgebaut, da kann man auch sehr, sehr gut für wenig Geld essen. Der eigentliche Grund, warum man nach Bariloche geht, ist natürlich, um die Natur zu erleben. Wir waren raften, das war für mich eine einmalige Erfahrung, weil ich das noch nie davor gemacht habe. Das war ziemlich cool. Wir wurden abgeholt und dann, ich glaube, eine Stunde oder anderthalb Stunden zu einem Campingplatz gefahren, wo wir dann die Ausrüstung bekommen haben. Dann ging es nochmal weiter über Stock und Stein, so durch den Wald zur Einsatzstelle. Und dann ging es auch schon los. Die letzte Stromschnelle nannte sich Internationale, weil wir da die Grenze zu Chile überfahren haben
Dementsprechend war unser Ausstieg auch 100 Meter in Chile drin. Haben wir es doch noch nach Chile geschafft. Einen Tag später waren wir Kanufahren an einem anderen See in der Nähe von Bariloche. Jetzt sieht die Kamera dich. Dafür sind wir dann eine Stunde ungefähr über den See gefahren, haben an einer kleinen Insel angelegt und sind dann wieder eine Stunde ungefähr zurückgefahren. Eigentlich wollten wir dann, nachdem wir eine Woche in Bariloche waren, mit dem Tren Patagonico von der Westseite Argentiniens rüberfahren zur Ostküste. Doch weil der im gesamten Februar nicht fuhr, haben wir dann beschlossen, noch ein paar Tage im Vier-Sterne-Hotel unsere strapazierten Muskeln zu entspannen. Wir sind dann also ins Hotel Claro gegangen. Die haben da eine coole Dachterrasse mit Pool und ein Spa mit drin und so weiter. Ja, und dann sind wir auch schon zurückgeflogen nach Buenos Aires, um von da aus mit der Fähre überzusetzen nach Uruguay. Dazu dann mehr in meinem nächsten Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir doch gern einen Daumen hoch und einen Kommentar da und abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Bis nächstes Mal. Ciao.